herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hofbergmann mit dem Tigerfarm. Hallo, ich bin's, der TFS Tigerfarm. So, du bist noch am Pflügen, beziehungsweise was hast du jetzt dran? Pflug oder Tiefenlocker? Pflug. Realistisch bin ich immer noch der Meinung. Ist trotzdem Schwachsinn. Du grupperst dir mit 200, 2,5 Meter, pflügst du dir einen ab, könntest aber mit 4 Meter arbeiten, bist ja fast doppelt so schnell. Sorry, aber die Logik kann ich nicht verstehen. Wie gesagt, Realismus. Unser Betrieb wird pleite gehen. Stellt euch schon mal darauf ein. Du kannst ja weiterhin etwas unrealistischer spielen. Wie sie richtig verlauten lassen. Etwas. Also ganz ehrlich, warum gibt es denn einen Tiefenlocker? Wenn das unrealistisch ist. Hast du schon mal einen Bauer mit Tiefenlocker gesehen? Ja. Ich nehme mich noch nie. Wenn das so aussieht, wie es aussieht hier, dann habe ich schon welche gesehen. Ist doch toll. Ich tanke ab. Bin eher am Pflügen. Jo. Mit 2,5 Meter Arbeitsbreite. Hust. Jetzt arbeitet doch mal was und dann macht ihr so ein Kappes. So. Möchtest du mich provozieren oder nicht? Möchte ich das? Nein, tue ich das? Vermutlich. Vermutlich. Aber was machen wir mit der Gerste? Saatgut herstellen? Geht noch Weizen. Glaube ich nicht. Komisches gelbes Ding auf dem Feld. Habe ich mal weggeräumt. Weggeräumt? Weil mal Vollgas dagegen gefahren bestimmt. Nö, nicht Vollgas. Mit 12 km/h. Ich glaube, Drescherli ist soweit glücklich. Ist doch toll. Das ist zumindest ein Glücklicher hier. Also ich bin ja auch ziemlich zufrieden. Ich auch. Mit meiner realistischen Weise schon. Ja. Hey, was? Das machst du extra. So, was wollte ich gerade nachschauen? Was hast du gesagt? Ah, Saatgutproduktion. Da müssen wir halt noch ein paar Paletten kaufen, gell? Saatgutbeize. Jo. Ist zwar inzwischen verboten in der Realität, aber wir herstellen da noch mit Saatgutbeize her. Aber ein Problem haben wir. Ja, nee, doch geht. Ich weiß, wie ich die abhole. Ah, das geht inzwischen automatisch. Das ist auch schon mal gut. So, Gummi, kleiner Mann, kleines Maschinchen hier. Mann, kennst du. Ich hol den mit dem Gator ab, die Beize. 3 Kanister. Mhm, mach das. Du. Wenn hier auf den Anhänger überhaupt 3 draufgehen. Also 2 plane ich. Da willst du mich jetzt veralbern? Warum sollte ich dich veralbern? Nicht du. Das Gator-Dingens. So, und die Werkzeugkiste. Die wollten nicht so wie ich. So, ich mache mal gerade die Dinger hier oben runter, die Bordwände. Mach das. Und dann müsste das eigentlich passen.
Jetzt bräuchte ich eigentlich noch ein Lenkrad, um alles realistischer zu machen. Warum machen die den Werkstatt-Tabber nicht automatisch mit drauf? Weil das ein Mod nicht von denen ist. Plattform. Plattform mit Gitter gibt's auch, ist ja interessant. Konfigurieren. Jawollo. So, Attacke. Dann hole ich gerade mal drei so Dinge. Ich weiß zwar nicht mehr, wie weit. Das reicht für relativ viel, das weiß ich noch. Ja, wie viel genau, weiß ich nicht mehr. So, wir haben gar keine Musik an hier. Fällt mir gerade auf. So, Schweinefutter können wir auch noch mal gucken, wie viel wir da jetzt inzwischen haben. Inwiefern gibt Discord irgendwie sonst was? Was für ein Ding? Discord geht ab wie sonst was. Warum? In den Ferien. Performance-mäßig scheiße oder was? Nein, es schreiben viele. Ach so. Was brauchen wir? Dieses Rubin TT, gell? Ja. 1, 2, 3. Das kostet nur 500 Euro. Ja. Für das, dass du dafür einen Haufen Saatgut herstellen kannst, voll gut. Ach, hier ist irgendwie denn noch. Ich sehe hier immer noch das gelbe Teil. Ich mal, ob ich den hier auf hier laden bekomme. Auf das kleine Gator-Teil hier. Ich weiß nicht, ob du das hinkriegst. Ja, theoretisch schon, praktisch passt es nicht drauf, ist zu breit. Aber ist ja gut, dass du realistisch spielst und nicht ich. Passt schon. Ich muss mal hier schön zu machen. Gut. Ja. Passt, sitzt, wackelt und hat Luft. Von dem Fan ist auch geil, der hat eine geile Seedcam. Ist okay. Ich mache hier den Gator. Transport bereit. Ist er das nicht schon? Gleich, ja, gleich ist er. Für die große Fahrt bereit. Ich hoffe mal, dass ich keinen brauche, der mich abschleppt, weil ich den Berg nicht hochkomme. Könnte passieren. Haben wir die Abschleppstange drauf? Nee. Dieses Fliegewürdeck. Was für ein Ding? Fliegewürdeck. Du bist halt so leise. Mach mich lauter. Und du bist auf 200. Schon seit immer. Dann tut's mir leid.
Nimm das Mikro mal von Mund, nicht hinter den Kopf. Okay. Sollst nicht reinbeißen, sonst nur vor den Mund nehmen. Die ganze Zeit so halten oder was? Warum denn halten? Ich habe ein Headset, kein Mikrofon. Also kein. Headset hat doch einen Bügel, oder nicht? Ja, aber wenn ich das biege die ganze Zeit. Und das ist fest. Kenn ich nicht. Alter, warum willst du jetzt nicht runtergehen? Gerade überlegen, wie ich die Saatgutbeize dann wieder runter krieg. Na gut. Dann so. Die andere. Ja, ich habe sie jetzt zumindest mal auf dem Anhänger drauf. Das ist schon mal sehr vorteilhaft. Drescher hat sich nicht nochmal gemeldet, gell? Ich hab nichts gesehen. Ist komisch. Der müsste eigentlich fertig sein. Ja, ist er auch. Also halb fertig. Wie immer. Ihn gerade mal auf die andere Ebene noch ansetzen, auf diesen Bereich da hinten. Dann müsst's Basse. Uf Basse. Hier vorne müssen wir dann später nacharbeiten, aber jetzt kommt erstmal der Helfer dran. Das ist der. Sein Geschäft erledigt. Dong, das war die Flasche. Eigentlich haben wir schon viel zu viel Stroh, glaube ich. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das alles bis zur nächsten Folge wegkriegen. Dann sind wir wieder zwei Folgen lang am Stroh fahren. GPS wäre jetzt eine tolle Sache. Einen Helfer rein. Der Ding ist im Moment Leerlauf. Der Johnny. Gut. Helfer ist Johnny. Ja. Helfer D wird durch ein Objekt blockiert. Wenn der Gato, solange der Gato kein Wheelie macht, ist alles gut. Aber der wackelt ganz schön. Verdammt. Ich kann nicht lenken mit dem Ding. Verdammt. Ja, leicht.
Wo bist du? Beim Händler. Ah, das hängt aber daran, wenn ich die Spanngurte festmache. Dann probiere ich's. Oh nein, mal so. Alter, warum ist die Kamera immer so bescheuert? Ja, toll. Du lässt dir einen ab und schaffst wieder nichts, ey. Das gibt's nicht. Hey, der Helfer. Ja, der Johnny ist doch frei. Kannst du was anderes schaffen? Warte. Wo ist denn der? Hab ihn. Keine Ahnung, was der Typ hier macht. Ich helf dir. Ja, aber was willst du denn jetzt mit dem Johnny da? Ja, dir aufhelfen. Die Kamera spinnt hier auch. Also ein bisschen. Muss ich mal sehen. Wenn du drin sitzt. Mit denen, die blockiert immer mit den Dings. Nö, das ist alles normal. Klar, bei mir war alles normal. Bei mir ist alles normal. Gut, Freunde, das war's aber wieder von der Idee. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, Abo und einen Kommentar da. Mhm, am besten alles. Und schaut gerne morgen um 19 Uhr wieder rein, ne? Ciao. Ich weiß eh nicht, was das ist, aber jo, tschüssi, ne? Okay.